Lederwelle, 98.0 Pure FM und OSF 2, das Frankfurter Fernsehen. Coronavirus aktuell. Herzlich willkommen zu unserem Corona-Spezial hier aus unseren Studios im Oderturm. Heute bei uns zu der Gast Thorsten Rödling von den Stadtwerken Frankfurt-Oder. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Die Stadtwerke, haben die auch Herausforderungen jetzt zu meistern durch die Corona-Situation? Also wie sieht es aus beispielsweise mit dem Stromverbrauch in unserer Stadt? Hat der sich irgendwie merkbar verändert oder eher nicht? Naja, für Stadtwerke ist die Herausforderung gar keine andere. Wir sind dafür da, dass immer Strom fließt, dass immer Gas da ist, dass die Fernwärme da ist. Das ist mit Corona und ohne Corona gleich. Also der Bürger erwartet von uns, dass wir funktionieren. Das funktioniert mit und ohne Corona. Wir merken es bei den Stromverbräuchen oder Gas- und Fernwärmeverbräuchen auch nicht wesentlich mehr. Wir würden es bei den Stromverbräuchen mehr merken, wenn wir in Frankfurt mehr Industrie hätten. Klar, dann Zulieferer der Automobilindustrie beispielsweise oder Automobilindustrie an sich oder irgendwie Maschinenbau und dergleichen. Wenn wir das hätten, würden wir das sicherlich merken, wenn die verstärkt Werke schließen müssen, weil Lieferkettenstockungen da sind. So haben wir hier vorwiegend einen Dienstleistungssektor, Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, die jetzt Zeit im Homeoffice verbringen können. Ja, und da merkt man es vielleicht, nachdem der Monat abgeschlossen ist. Wir haben noch nicht so viele intelligente Messsysteme installiert, als dass wir das tagesgenau oder stundengenau sehen könnten. Ist sowas aber eigentlich eine Gefahr, wenn jetzt rein theoretisch ganz viele Menschen auf einmal beispielsweise keinen Strom nutzen würden oder viel Strom nutzen würden? Würde das irgendwas verursachen? Ja, es gibt so eine Sache, die sind nicht wirklich gefährlich fürs Netz, aber Menschen, die in den Netzen tätig sind, kennen von Weihnachten beispielsweise genau die Stunde, wo beispielsweise der Gänsebraten angestellt wird. Ja. Früher in der DDR gab es so diese Sendung zwischen Frühstück und Gänsebraten. Und dann hat, glaube ich, Hans Quermann das Signal gegeben, jetzt werden die Kartoffeln oder irgendetwas wurde da angeschaltet. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Netzbetreiber das sehen konnten. Und heutzutage sieht man es auch, wenn hier die Wasserbetriebe könnten das berichten. Ja. Champions League im Fußball oder irgendein WM-Spiel und jetzt ist Halbzeitpause. Alle rennen los und vollführen bestimmte Handlungen, die jetzt erforderlich sind. Okay. Das würde man sehen, aber sowas haben wir nicht. Das klingt ja fast schon ein bisschen belustigend. Aber die Corona-Krise ist natürlich eine ernste Sache. Viele der Bürger kommen auch an ihre Existenzgrenzen. Wie sieht denn das aus? Haben Sie so eine Art Härtefallregelung für Nutzer, die jetzt momentan ihre Stromrechnung nicht bezahlen können? Also da war uns ganz wichtig, gleich zu Beginn der Corona-Krise deutlich zu machen, dass wir erstmal keine Absperrungen vornehmen. Also dass niemand in Sorge sein muss, dass jetzt aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten das Licht ausgeht. Das haben wir auch ganz klar kommuniziert und das war auch den Bürgern oder ist unseren Kunden bekannt. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber ja auch Maßnahmen ergriffen, um kleine Gewerbetreibende, aber auch Bürger, die meinetwegen von Kurzarbeit oder anderen Unsicherheiten betroffen sind, da zu schützen und Stundungen zu akzeptieren oder Ratenanpassungen, also Anpassungen der monatlichen Zahlungen vorzunehmen. Und das machen wir auch im Einzelfall mit unseren Kunden, klar. Haben Sie schon irgendwas gespürt oder so, dass gerade im Kleingewerbe vielleicht oder gerade bei Bars oder Restaurants, dass es da Reaktionen oder Meldungen gibt, ob ich jetzt meinen Vertrag kündige oder aussetze oder eben Stunden, wie Sie gesagt haben? Na, die Kündigung ist ja, glaube ich, gar nicht das Thema. Es hoffen ja alle, dass nach Corona der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Und wenn ich hier die Magistrale runtergucke und mir so die Gastronomie angucke, dann ist doch völlig klar, dass wer jetzt eine Pizzeria oder ein Steakrestaurant betreibt, dass derjenige keine Kunden hat und der kocht auch nichts und der verbraucht auch keinen Strom. Also es ist total einsehbar, wenn derjenige seine Ratenzahlung oder seine monatlichen Abschlagszahlungen gestundet haben möchte und dass wir denen dann entgegenkommen, ja, das ist ja selbstverständlich. Mhm. Also das ist Teil der Daseinsvorsorge. Ne? Es wäre einfach unklug, den Leuten jetzt zurzeit auch noch ein Bein wegzuziehen. Denen bleiben schon die Kunden weg. Wir alle haben es ja vor ein paar Wochen gehört, der bunte Hering, wo Sie sich ja auch immer sehr stark als Sponsor engagieren, der wurde jetzt abgesagt. Mhm. Dadurch sind wahrscheinlich auch für Sie Sponsorengelder frei geworden. Mhm. Sie haben sich eine ganz tolle Aktion, eine Gutscheinaktion ausgedacht. Wie genau funktioniert das und wann geht es da los? Ja, also das hat sich unser Marketing ausgedacht und das ist in der Tat eine gute Aktion. Wir wollen Vereine, Kunst, Kultur, Sport in Frankfurt weiterhin unterstützen, auch wenn der bunte Hering und das Helene Beach Festival in diesem Jahr leider nicht stattfinden können. Und wir haben dann so einen Gutscheinkiosk errichtet. Das ist also eine elektronische Plattform,
bei der Kunden der Stadtwerke Tickets für Veranstaltungen hier in Frankfurt erwerben können. Und mit dem Kauf eines Tickets geben wir einen Betrag an Geld dazu, sodass dem Bürger A, es leichter gemacht wird und B, bei den Vereinen der Stadt auch diese Sponsorengelder weiter ankommen. Das ist wichtig. Läuft das bereits schon oder geht das jetzt Der Kiosk geht jetzt am 11.05. live. Also der muss ja auch benutzerfreundlich sein. Das muss ja einfach sein, dass man da auch rankommt. Und das haben wir, glaube ich, ganz hübsch eingerichtet. Und da freuen wir uns, dass das so schnell an den Start geht. Da findet man wahrscheinlich einen Link zu auf Ihrer Homepage. Da findet man etwas auf unserer Homepage, genau. Gut. Alle Welt spricht ja in diesen Zeiten von Homeoffice. Wie sieht es eigentlich bei Ihren Mitarbeitern aus hier im Kundencenter? Machen die auch Homeoffice oder ist Ihr Haus hier noch besetzt? Das Kundenzentrum ist natürlich relativ schnell geschlossen worden, einfach weil wir auch die Schutzmaßnahmen da nicht so garantieren können mit durchsichtigen Wänden, Abgrenzung der Kundenschalter. Das macht am 11.05. wahrscheinlich wieder auf, freuen wir uns auch drauf. Ansonsten Homeoffice in der Verwaltung haben wir relativ schnell Digitalisierung gelernt. Also Mitarbeiter, die am Anfang doch durchaus Scheu hatten, von zu Hause aus zu arbeiten. Ging auch reibungslos relativ. Na, relativ, würde ich sagen. Ne? Also man muss sich dran gewöhnen, Telefonkonferenzen zu machen, Videokonferenzen, da sind wir leider noch nicht ganz so weit. Aber das weckt auch ein bisschen den Appetit darauf, das zu machen. Also wir lernen Corona eine ganze Menge ganz schön schnell. Jetzt ist es ja so, dass Sie nicht nur Verwaltung haben, sondern Sie betreiben ja selber auch ein Kraftwerk. Das heißt, das muss ja wahrscheinlich auch mit vielen Personen besetzt sein. Ne? Die sind momentan rund um die Uhr auch am Ackern. Die sind auch sonst rund um die Uhr am Ackern. Wir haben die Schichten versucht, die Schichtenbesatzung einzufrieren. Also weniger Flexibilität beim Wechsel von einer Schicht in die andere. Wir haben die Schichten versucht, um Aufgaben zu entlasten, die man nicht unbedingt höchst prioritär machen muss, um dann auch Leute nach Hause schicken zu können, in so eine Art Bereitschaftsschicht zu halten. Also für den Fall, dass Not am Mann ist, diese Bereitschaft auch schnell wieder zu aktivieren, sodass wir dann wieder vollständig sind. Ja. Mit dem Ziel tatsächlich Risiken zu minimieren, wie wir das auch überall mit dem Homeoffice ja im Prinzip ähnlich machen. Genauso sind wir auch in der Fernwärme im Meisterbereich verfahren. Haben Leute ins Homeoffice geschickt und die können dann Sachen machen, die man in der Verwaltung eben auch sonst machen müsste. Ja, also diese Mitarbeiter sind ja auch sozusagen systemrelevant. Da auch mal ein herzliches Dankeschön an die Kollegen von Ihnen und die Mitarbeiter von Ihnen. Sie haben ja aber auch noch ein Neubauprojekt am Laufen. Ne? Ist das jetzt momentan eingefroren oder gehen da die Arbeiten weiter? Nee, das können wir uns nicht leisten, das einzufrieren. Aber wir haben auch Glück gehabt, muss man sagen. Also erstmal, dass der Winter nicht wirklich ein Winter war und dass auf der Baustelle gearbeitet werden konnten. Am Beginn von Corona hatten viele Firmen signalisiert, dass möglicherweise Schwierigkeiten in Lieferketten geben könnte. Das haben wir versucht, frühzeitig auch zu managen, darauf hinzuweisen, dass man Alternativen schafft und dergleichen und sehen eine große Bereitschaft auch bei den Zulieferern, da ihre Aufgaben zu erfüllen. Für den 29.04. war ja eigentlich geplant, ein schönes Ereignis im Wärmespeicher, wo wir lukendicht feiern wollten. Also es ist so bedauerlich. Also es tut mir in der Seele weh, dass da jetzt die Frankfurterinnen und Frankfurter nicht teilnehmen können. Weil es ist tatsächlich ein einigermaßen historischer Moment. Wenn der Deckel zu ist, ist er zu. Nachher ist da Wasser drin. Ja. Da kann nie wieder jemand rein. Und das entgeht den Menschen jetzt. Bedauern wir, aber wir halten es definitiv fest, sodass es auch im Video verfügbar sein wird. Also man sieht dann auch mal die Dimension. Aber das Gute ist, der Wärmespeicher wird auch tatsächlich am 29.04. so fertig sein, wie er fertig sein sollte. Also wirklich planmäßig? Alles planmäßig. Wunderbar. Mhm. Dann vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Gerne, wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Ebenso. Oderwelle 98.0 Pure FM und OSF 2, das Frankfurter Fernsehen. Coronavirus.